So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video im Modul Enterprise Transformation. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit dem Innovationsmanagement. Im letzten Video haben wir einige Grundlagen geklärt. Schaut euch die Inhalte dazu gerne bei unserem Channel in der Playlist Enterprise Transformation an, so wie auf unserer Webseite. Und dort findet ihr einen Fragenkatalog zu diesem und anderen Modulen. Ansonsten, ihr kennt es, den Rest packe ich euch wie immer unter des Videos in die Videobeschreibung hinein. Für Fragen, Kritiken, Anregungen etc. immer gerne die Kommentare nutzen. In dem heutigen Video werfen wir einen Blick auf den Bezugsrahmen. Hierbei geht es um die Betrachtungsebenen und Bestandteile des Innovationsmanagements. Wir werden jetzt hier ein bisschen, ja, so eine kleine Grafik, so ein kleines Schaubild hier erstellen mit den wesentlichen Begriffen und die dann auch in Verbindung zueinander setzen. Fangen wir direkt mal an. Und zwar einmal mit den Innovationszielen. Innovationsziele, die wir uns setzen als Unternehmung. So, zu den Innovationszielen gehört einmal eine Vision. Ich brauche gleich links und rechts noch ein bisschen Platz. So, eine Vision, eine Mission und finanzielle Ziele, auch nicht zu vergessen, oder Finanzziele. Finanzielle Ziele. So, das Ganze packen wir dann in einen Rahmen direkt hinein. So, und zwar, ich brauche links und rechts gleich noch ein bisschen Platz, weil da auch gleich noch was hin soll. Deshalb nicht wundern, dass ich jetzt nicht ganz durchziehe. So, und hier machen wir dann auch noch einen kleinen Cut drin. Versucht das auch mal selber aufzuskizzieren, was alles mit dem Innovationsmanagement auch zusammenhängt, worauf es ankommt und ja, was die Ebenen und Bestandteile des Innovationsmanagements sind. So, wir haben also Ziele. Zu den Zielen gehört eine Vision, eine Mission, finanzielle Ziele. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Package. Und zwar, wir machen hier direkt mal so einen Pfeil runter. So. Jetzt entwickeln wir aus unseren Zielen eine Strategie, eine Innovationsstrategie. Innovationsstrategie. So, was gehört alles dazu? Wir haben eine sogenannte Geschäftsfeldstrategie. Eine Geschäftsfeldstrategie. Dann haben wir eine Technologiestrategie. Die Technologien haben wir uns ja hier schon im Zuge des Enterprise Transformation angesehen. Blockchain, IoT, Big Data, KI. So, Technologie, Strategie und die Plattformstrategie. Plattform oder Plattform. Ich glaube, man schreibt es mit Doppel-T, aber wenn ich irgendwo meinen Rechtschreibfehler reinbastel, bitte ich das zu entschuldigen. Plattform. Strategie. So. Den Kasten können wir jetzt aber noch nicht zumachen, denn bei den Innovationszielen haben wir hier einmal die Ziele, Vision, Mission, finanzielle Ziele. Bei der Strategie haben wir hier unterschiedliche Bereiche, Geschäftsfeld, Technologien und Plattform. Jetzt gehört dazu aber noch ein sogenanntes Controlling. Mit dem werden wir uns hier auch noch im Zuge des Enterprise Transformation auseinandersetzen. Das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Wir brauchen ein strategisches Controlling. So, also schreiben wir hin: strategisches Controlling. So, ich hoffe, vom Platz reicht das, sonst muss ich das gleich noch ein bisschen nach oben ziehen. Schauen wir gleich mal. So, und dann ziehen wir hier unseren Kasten. So. Dann haben wir hier oben
unsere Innovationsstrategie, die sich eben aus entsprechenden Teilstrategien zusammensetzt, Geschäftsfeld, Plattform und Technologie. Und ja, das Ganze dann nochmal hier mit dem Controlling dann verbunden. So, dann geht es weiter. Ich wage zu bezweifeln, dass es hier reicht vom Platz her. Ich ziehe das schon mal ein bisschen nach oben. So, es wäre jetzt langweilig gewesen, wenn ich das Schaubild vorbereitet hätte. Ich würde das gerne selbst nochmal aufskizzieren, ein bisschen was dazu sagen, was mir noch einfällt. So wird man sich dem Ganzen auch bewusst. So, jetzt ziehen wir unseren Pfeil hier wieder. Wir haben also jetzt unsere Ziele. Aus den Zielen haben wir eine Innovationsstrategie abgeleitet und jetzt stellen wir ein Innovationsportfolio auf. Innovationsportfolio. Was gehört dann zu diesem Portfolio hinzu? Einmal eine sogenannte Ideengewinnung, aber diese Ideen auch gleichzeitig noch zu bewerten. Ideengewinnung, aber auch die Ideen, die wir jetzt eben entwickelt haben, auch zu bewerten. So, dann haben wir eine Programmplanung. Programmplanung. Und was gehört noch zum Innovationsportfolio? Die Programmsteuerung. Programmsteuerung. So. Und natürlich das Ganze wieder mit einem Controlling verknüpft, dem sogenannten Programm- und Bereichscontrolling. Ich muss das hier mal machen. So, Programm- und Bereichscontrolling. Bereichscontrolling. So. Dann einmal hier unseren Kasten wieder ziehen. So, ihr seht unten, das wird wahrscheinlich gleich nicht passen, aber ich habe noch eine Idee, wie wir uns ein bisschen Platz gleich schaffen. So, das ziehe ich mal ein bisschen nach unten hier, so. Dann passt das. Und hier noch einmal. So, ja, dann schaffe ich jetzt noch ein bisschen Platz und dann sollte das aber auf jeden Fall hinpassen. Ich ziehe das ein bisschen nach oben und dann passt das, weil unten kommt jetzt noch eine Ebene. Also das, was ihr hier seht, diese Kästen, die ich ziehe, diese Rechtecke, das sind unsere Ebenen. Und da drin findet ihr dann die Bestandteile. Punkt. Und das Gesamtpaket, was wir dann am Ende fertig haben, das ist dann unser Bezugsrahmen. Bezugsrahmen für das Innovationsmanagement, was die Betrachtungsebenen und die Bestandteile enthält. So, machen wir direkt weiter. Und zwar, jetzt entsteht daraus ein Innovationsprojekt. Innovationsprojekt. So, was fassen wir da drunter? Erstmal unsere Konzeption. Dann die Durchführung. Und zu guter Letzt dann noch die Markteinführung. Markteinführung. Wir haben ja das Transformations- und Digitalisierungsproblem haben wir ja definiert.
Und dieses beschreibt ja die Diskrepanz zwischen einem Soll, zwischen der Soll-Vorstellung und dem Ist-Zustand. Also ich habe eigentlich einen Zustand und eine Vorstellung und die klaffen auseinander. So, ich setze mir jetzt Ziele und diese Ziele sind dann eben meine Soll-Vorstellung, wo ich hin möchte. Und da, wo ich gerade bin, das ist mein Ist-Zustand. Und dann durchlaufe ich einfach dieses Innovationsmanagement hier, diesen Bezugsrahmen von den Zielen, die ich aufstelle. Daraus entwickle ich eine Strategie, dann erstelle ich ein Portfolio und daraus entsteht ein Projekt, was dann durchgeführt wird. So, dass ihr das nochmal so ein bisschen verbindet mit dem, was wir schon kennen. Und am Ende steht dann hier nochmal natürlich unser Controlling. Projektcontrolling. So, es passt gerade noch so hier hin, aber ich wollte das auch nicht zu klein schreiben. Und dann können wir hier unseren Rahmen wieder ziehen, aber wir sind noch nicht fertig, da fehlt jetzt noch gleich was. So. Dann. Na, so. Müssen wir hier noch einmal durchziehen. Versucht auch so sauber wie möglich hier noch zu arbeiten. So, und dann haben wir das soweit. Ich ziehe das nochmal einen kleinen Tacken nach oben, weil da unten ist mir das ein bisschen zu eng. Und dann müssen wir noch die Ränder machen. Wir haben nämlich noch gar nicht den Rahmen hier gezogen. Was steht denn hier an den Seiten links und rechts? Da fehlen ja noch ein paar Pakete. Und zwar links einmal die Organisation und die Prozesse. Organisation. Bisschen schief hier, aber ich krieg's noch irgendwie hin. Und die Prozesse. Die sind mit jeder Ebene verknüpft. So, da ziehen wir natürlich auch einen Rahmen drum. Bis hier. So, das passt. Und auf der rechten Seite, da fehlt uns auch noch was. Und zwar brauchen wir auch eine Führung. Und jede Unternehmung hat auch eine Kultur. Dementsprechend Führung und Kultur. Unternehmenskultur, Kultur und eine Führung. So, dann haben wir das auch, dann ziehen wir da auch den Rahmen drum und haben wir ein schönes Schaubild jetzt hier auch erstellt. So, das auch einfach nur eine Hilfestellung auch ist im Innovationsmanagement. Worauf muss ich überall achten? Ich muss natürlich darauf achten, dass ich Ziele habe. Was fasst man unter den Zielen? Ich habe eine Vision, ich habe eine Mission, die Finanzen nicht vergessen. Dann aus den Zielen leite ich eine langfristige Strategie ab. Wie möchte ich diese Ziele erreichen? Die Frage steht immer dahinter. Und dazu gehört das Geschäftsfeld, die Technologie und die Plattform. So, daraus erstelle ich ein Portfolio, ein Innovationsportfolio. Hier geht es um die Ideengewinnung, diese Ideen auch zu bewerten, das Programm zu planen, das Programm zu steuern. Und dann zum Schluss steht unser Innovationsprojekt. Hier haben wir dann nochmal die Konzeption, hier führen wir dann das Projekt auch durch und es kommt zur Markteinführung. Und die unteren drei Ebenen, da darf ich denn nicht vergessen, dass ich noch ein Controlling habe.
ein strategisches Controlling, ein Programm- und Preiscontrolling und ein Projektcontrolling. Und außerhalb steht dann die Organisation und die Prozesse und die Kultur und die Führung. Man könnte auch sagen, dass diese vier Betrachtungsebenen in der Unternehmung sich befinden, weil außerhalb habe ich ja die Organisation mit den Prozessen und die Kultur und die Führung, also dass das quasi der Rahmen ist. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Der ein oder andere Begriff beschäftigt uns noch in den nächsten Videos. Ansonsten belasse ich es dabei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.